Ja, hi. Der Preußensonder ist unterwegs. Wieder einmal. Ja, in einer netten Gegend. Und hatte, war vorher schon zwei, drei Signale, aber ich habe mich diesmal beherrscht. Habe halt wieder nicht einmal, oder ich habe es einfach diesmal einmal nicht getan, irgendwelche bescheuerten Alufolien oder was auszubuddeln. Und jetzt habe ich hier ein gutes Signal gekriegt, was auch relativ tiefer, zwei Balken tief, und ich habe die Erde ausgeschmissen und ich weiß wirklich noch nicht, was das ist. Und da ist doch glatt was. Ich vermute, dass das 2 D-Mark sind. Das vermute ich einfach mal. Oder? Oh, das ist leicht. Nee, das könnte auch DDR-Schrott sein. Aber dafür ist es eigentlich zu schwer. Was haben wir denn da? Oh, au, 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 au. Oh, das ist was Geileres. Das ist was Geileres. Es ist was Geileres. Wow. Warum sieht man denn ja nichts? Ich muss mal meine Lampe anschmeißen. Ja, das ist und zwar die Lampe von meinen Sondelkumpels Sonic und Bruder. Und diese Lampe, ey, was ist da mit dem Handy los? Warum wird denn das ständig so komisch? Also Fakt ist, dass das was Cooles ist. Ich sehe da eine 3. Das sind 3 Pfennige. Geil, Alter. Ey, das ist cool. Das ist cool. Ja. Das sind 3 Pfennige. Da 1859. Ey, und die scheinen in einem richtigen geilen Zustand zu sein. Ah, das ist ein cooler Fund. Sehr, sehr, sehr geil. Schön. Oh, da freue ich mich. Das ist wirklich mal wieder ein cooler Treffer. Also das Ding zeige ich euch zu Hause, wenn es hier reinigt ist. Cool. Der Preußensonder hat zugeschlagen. Schöner Fund. Habe ich immer wieder gebraucht. Mal einen geilen Fund. Sehr schön. Wunderbar. Wie das Ding genau aussieht, wie gesagt, dann bis nachher, ne? Macht's gut, ciao.